Hallo und herzlich willkommen zu seilspringen-lernen.de. Heute wieder bei der 100-Tage-Seilspringen-Challenge. Du bist wieder mit dabei, Daumen schon mal hoch für dich. So, nachdem wir ja schon mal die 6 Minuten abgearbeitet hatten, dann auf 12 Minuten gegangen sind, hätte ich schon fast gleich auf die 24 Minuten gedrängt. Aber ich denke, der Schritt von 12 zu 24 ist einfach zu groß. Und jeder, der sich ein Stück immer vorwärts entwickeln will, wie ich das auch in der Vergangenheit gemacht habe, nimmt dann jetzt einfach nach diesen 12 Minuten oder wir nehmen nach diesen 12 Minuten und zwar die 18 Minuten Seilspringen. 18 Minuten Seilspringen könnte man jetzt aufteilen in 18 mal eine Minute. Ist mir persönlich immer bei dieser Länge nachher fast schon zu langweilig, muss ich sagen, weil du immer ganz viele Runden hast. So könntest du also die Runden verkürzen, indem du beispielsweise 2 Minuten Seilspringen machst. Und das werden wir heute machen. Wir werden also genau 9 Runden absolvieren mit a 2 Minuten Seilspringen. Nur Seilspringen und dazwischen werden wir allerdings, das war die Bitte von jemandem, der hier zugeschaut hat und mitgemacht hat, vor allen Dingen aktiv, wir werden die Pausen verkürzen oder sprich um 10 Sekunden verkürzen. Wir hatten sonst immer 30 Sekunden Pausen und machen jetzt also in diesem Sinne dann nur 20 Sekunden Pause. Dich erwartet also 9 Runden Seilspringen mit 2 Minuten Seilspringen. Und davon immer 20 Sekunden Pause zwischen diesen einzelnen Runden. So, soweit dürfte alles klar sein. Der Rest ist alles verlinkt in der Infobox, wie gehabt. Und dann würde ich sagen, ich bereite alles vor, damit es gleich losgehen kann. 2 Springseile sind am Start, Pro Speed Rope und das Cross Rope. Alles verlinkt in der Infobox. Und dann sage ich mal, bis gleich. Schluck Kaffee noch vorher. Und in 8 Sekunden geht es schon los. Wir machen uns also ready to start. 9 mal 2 Minuten. 1. Seilspringen. Und los geht's, erste Runde. Jetzt muss ich eigentlich stehen, ich habe wieder vergessen zu tracken. Wir wollten ja irgendwann mal tracken, aber das werden wir jetzt nachholen. Dann haben wir halt einfach für 8x2 Runden, 8x2 Minuten Tracking. Atme durch, du siehst, 2 Minuten sind ein bisschen anstrengender. Und weiter geht es. Thank you.
Das war schon die zweite Runde mit 2 Minuten. Gleich geht es also zur dritten. Wir haben also noch nicht die Hälfte. Zeit. So, ich nutze mal 2 Springseilmatten, gerade für lange Workouts. Eine etwas dickere, ist die graue, und die dünnere, die rote. Aber erstmal geht's weiter. Springen. So, 20 Sekunden Pause ist nicht so viel, also musst du dich ranhalten, wenn du was trinken willst. Oder dann vielleicht schon mindestens hier mal das Trinken aufmachen. Halbzeit. Weil so wird es sonst schwierig, alles in einer Pause zu machen. Also nächste Runde trinke ich was. Es war die dritte Runde vorbei und jetzt kommt die vierte. 2, 1, 4x4 Seilspringen. Kurz was trinken. Halbzeit. Oh, lecker. Kiwi-Erdbeer. Und weiter geht es. 2. Fünfte Runde. Seil springen.
wir können Bergfest feiern. Mal ein Stück rüberziehen. Weiß nicht, ob du gerade mitgekriegt hast. Bin da hängen geblieben mit dem Springseil. Zeit. Ist natürlich nur wenig Platz auf meiner Terrasse. Aber weiter geht's. Drei. Soweit ich. Zwei. Ich glaube, es ist die sechste Runde. Und weiter geht's. Seil springen. Wenn ich richtig informiert bin, kommt jetzt die siebte Runde. Aber richte dich hier oder hier nach dem Timer. Der ist also genauer als ich. Problem ist, ich kann im Moment nicht so richtig gucken aufgrund der Sonne, weil die mir genau ins Gesicht scheint. Drei, zwei, aber es geht eins. Weiter. Seil springen. Durchatmen, Freunde, des Seilspringens. Tief ein- und ausatmen. Ja, halt und ab und zu trinken nicht vergessen. Wir nähern uns schon fast dem Ende, wenn du noch dabei bist. Drei, zwei, ansonsten eins. Nochmal ein Neueinstieg und weiter geht's.
15 Sekunden noch mal Speed jetzt, aber los! Drei, zwei, eins. So, mal gucken, was die Herzrate macht. Okay, 174 bei mir, also schon mal sehr gut für mein Alter. Also 174. Und ab geht's in Drei, die nächste Runde. 2, 1, Seil springen. Phase. Oh, das war's schon. Das war 9 mal 2 Minuten unser 18 Minuten Fettverbrennungs- oder Abbau-Workout mit Seilspringen. Du bist herzlich eingeladen, kurz eine Pause zu machen oder den nächsten Tag dir das nächste Video vorzunehmen. Du entscheidest, du weißt, auf welchem Level du bist. Alles Relevante in der Infobox. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mit Seilspringen und Körperübungen. Ich werde jetzt die Abkühlphase nutzen, wie der Timer so schön sagt, und werde dann das nächste Workout Seilspringen plus zwei oder eine Körperübung
und der Kettlebell machen. Wenn du Bock hast, sei mit dabei. Bis zum nächsten Video. Dein René von Seilspringen-lernen.de. Bis gleich und ciao.